Am 14. Oktober war in München die Gesellschafterversammlung für alle Verbundfonds. Leider hat es nicht geklappt, wir waren nicht beschlussfähig. Ich war da und kann live darüber berichten. Guten Tag, ich bin Anwalt Jochen Resch aus Berlin und möchte über die Gesellschafterversammlung berichten, die am 14. Oktober, also letzten Freitag, in München stattgefunden haben. In Sachen V plus V. Da gibt es die V plus 1 bis 3. Und das bedeutet, wir haben 3 Gesellschafterversammlungen angesetzt gehabt. Aber die waren nicht beschlussfähig. Die Komplementären, beziehungsweise die Vertreterin der Komplementären und der Treuhänder waren nicht da. Und nach der Satzung der V plus Fonds kann dann keine wirksame, gültige Gesellschafterversammlung durchgeführt werden. So war es eine Informationsveranstaltung, die Zahlen wurden grob vorgelegt, die Beteiligungen wurden uns erklärt. Es gab wieder Millionen Verluste und langen zeitlichen Raum nahm die Frage ein, macht es überhaupt Sinn, noch weiterzumachen? Und da sind die Meinungen gespalten, juristisch ist das durchaus problematisch. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Beschlossen werden konnte ohnehin nichts, weil wir eben nicht beschlussfähig waren, weil keine Gesellschafterversammlung stattgefunden hat. Also die Sache bleibt aktuell. Klar ist, wer jetzt aussteigt, der wird nichts bekommen, aber das wird wohl auch für die Zukunft gelten. Wer sein Geld haben will, der muss sehen, dass er Schadensersatzansprüche geltend macht. Wer nicht mehr weiter sein Geld in den Gulli werfen will, der muss andere Wege gehen. Wir wissen, wie es funktioniert. Wenn Sie dazu Fragen haben, rufen Sie mich an unter der Berliner Telefonnummer 030 885 9770. Oder füllen Sie den Fragebogen aus, den Sie unten auf der Seite finden. Danke sehr.